Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sattelclub. So, ihr seht es, ich habe gerade Tobi schon gepflegt und jetzt versuchen wir es doch heute nochmal mit dem Querfeld einrennen, würde ich sagen. Mir hatte gestern jemand geschrieben, dass ich ruhig die Turniere auch schon machen kann, beziehungsweise schon mit Herrn Windchaser reden kann, weil es wohl mehrere Turniere werden. Danke für die Info. Ich mache jetzt trotzdem, glaube ich, heute erstmal eine Trainingsfolge. So, hier sieht das auch schon ganz anders aus. Kommen wir auch an der Seite vorbei. Wir müssen gar nicht springen, das kostet uns alles nur Zeit. Na gut, jetzt noch auszuweichen, das hätte mich dann auch wiederum Zeit gekostet. Na los, lauf! Ab! Hoppala, ich sollte natürlich auch nirgendwo anecken. Das ist auch nicht so toll. So, jetzt muss ich hier einmal außen rum. Muss ich ein kleines bisschen abbremsen, ansonsten komme ich nicht rum. So, und zurück. Jetzt kommen nämlich die Spezialisten erst alle entgegen. Ha, ich bin schon auf dem Rückweg, ihr lahmen Schnecken. Okay, jetzt haben sie gerade... Ja gut, wirklich aufholen kann man es jetzt auch nicht nennen. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich nicht warten muss, bis die alle mal im Ziel eintrudeln. Das wäre nicht so praktisch. Okay, hier springe ich auch nochmal drüber, nicht, dass ich hängen bleibe. Ba, ba, ba. Mit welchem Abstand vor allen Dingen? Gucke, da hinten kommen die letzten erst an. Ja, so muss das laufen hier. So muss das aussehen. Wollen wir direkt mal noch ein Gelände, so Grundlevel? Weil wir mit den anderen schon so weit sind, machen wir mal noch ein Geländerennen. Ich habe sowieso schon gelesen gehabt, dass ich gefragt worden bin, ob ich hier noch mal ein Geländerennen machen kann. Jetzt machen wir heute sogar zwei. Pff, schubst du mich hier nicht weg? Unfaire Mittel hier. Oh, die Möhre hätte er mitnehmen können. Naja, macht nichts. Hier oben hatte ich jetzt gesehen, hier war noch irgendwo so ein Geschichtsteil. Da ist zum Beispiel auch einer. Dann nehmen wir den doch mit. So eine Antwort. So eine Quiz-Antwort. Wenn man da sowieso schon dran vorbeireiten? Ich meine... Hier kann ich mir dran vorbeireiten. Oh. Wie? Warum? Ich konnte das sonst immer abkürzen. Warum konnte ich denn diesmal nicht abkürzen? Muss ich das jetzt hier machen mit dem Springen? Okay, das wusste ich nicht. Dann mal los, schnell hinterher. Das ist komisch. Jetzt bin ich nur Vierte geworden. Na gut, das ist ein sehr kurzes Rennen, dann machen wir das jetzt eben nochmal. Das wundert mich jetzt echt gerade. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu eng geritten. Vielleicht darf ich nicht ganz so abkürzen. Übrigens auch danke, dass Tobis Pflegelevel auch für Ivy gilt, dass Tobi komplett verpflegt sein muss, wenn ich in Turniere starten will. Aber hier kann ich auch abkürzen. Ich hatte irgendwas gebackt mit der Antwort, die ich da aufgenommen habe. Das kann natürlich auch sein. Dass ich deswegen irgendwie kurz quasi wie nicht anwesend war. Los, weiter. Oh, da hinten kommen sie schon. Aber diesmal sollte ich meine Führung verteidigen können hier. Diesmal sieht das gut aus. Und los, 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 los und ins Ziel. Wir müssen demnächst noch mal gucken, was wir alles an neuer Ausrüstung freigeschaltet haben. Da ist ja so viel dazugekommen. Oh, so, dann machen wir jetzt noch einmal Dressur, würde ich sagen. Und dann vielleicht noch springen. Was haben wir denn hier? Dressur haben wir schon mittlerer Level. Ich glaube, wir sind jetzt mit allem schon auf mittlerem Level. Das heißt, wir haben hier noch 6 Prüfungen und dann sind wir damit schon durch. Aber das ist ja eigentlich auch relativ flott gemacht. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund was rascheln hört, das ist, glaube ich, entweder die Hanni oder die Nanni, die sich hinter mir zurücklegt. Zurechtlegt, wollte ich sagen. Wer das jetzt von beiden ist, sehe ich gerade nicht. Ich habe vergessen, meine Kontaktlinsen hinten im Kopf reinzutun. Okay, wir fangen heute mal im Arbeitsgalopp an. Das wollte ich schon sagen, heute sind wir mal ein bisschen flotter unterwegs und da geht es direkt wieder einen Schritt zurück. Schnarch.
Immer wenn ich Schnei sage, versauere ich dann irgendwas. Ich sollte aufhören, das zu sagen. Okay. Weiter, 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 weiter. Sehr gut. Ach, schon wieder Schritt hier. Oh, jetzt habe ich einen versaut. Etwas zu spät durchpariert. Das passiert mir immer, wenn ich wirklich die Gangart bis zum letzten auskosten will, um nicht so langsam zu sein. Und dann erwische ich noch einen Punkt, wo ich noch zu schnell bin. So. Ob das jetzt eine Passage sein sollte? Vielleicht. Okay, traben wir mal wieder an. Und nochmal Arbeitsgalopp durch die ganze Bahn wechseln. So, diesmal sind wir aber früh genug langsam geworden hier. 74 von 110, okay. Ah, jetzt kommen wir in eine Special-Prüfung. Eine Special-Übung. Übrigens, danke für die Info. Das war mir das letzte Mal tatsächlich nicht aufgefallen, dass das Pferd hier den Handgalopp wechselt. Dass das Galoppwechsel sind. Fliegende Wechsel. Das war mir echt nicht aufgefallen. Aber da habt ihr aufgepasst. So, rum hier, rum, 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 rum. Und nochmal Schritt. Oh Gott, das war knapp. 140, ja, ich kann jetzt schon nur noch maximal 139 erreichen. Was schade ist, weil da ist mir wieder meine angebrochene Ungeduld zum Problem geworden. Ich bin ein so ungeduldiger Mensch, das ist schrecklich. Ganz schlimm ist das. So, Arbeitsgalopp, oh Gott. Jetzt habe ich hier noch zwei verpatzt. Okay, anscheinend habe ich insgesamt fünf versaut. Nee, es kommt noch was zum Ende. Nochmal eine Passage. Ja, drei habe ich versaut. Okay, die drei, die mir auch aufgefallen sind, ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Dann machen wir jetzt noch einen Springen und dann können wir mal noch gucken, was wir alles Neues in den Kleiderschrank reinbekommen haben, was wir alles freigeschaltet haben. Weil da war ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Folgen nicht mehr und habe nochmal reingeguckt. Jetzt wird die Folge dann zu heute ein bisschen kürzer. Bei mir passt das gerade ganz gut, weil ich bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme relativ kurz vorm Riding Out Stream. Dum, 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 dum. Aber ich musste zusehen, dass ich heute noch irgendwas fertig bekomme, bevor der Stream anfängt. So, mittlerer Level, genau, mittlerer Level auch beim Springen. Nee, weil es ist, wenn ich mittwochs auf Donnerstags habe ich ja vier Videos und wenn ich die alle nach dem Stream machen muss, heute wollen wir uns vor allen Dingen noch Pizza holen. Nach dem Stream freue ich mich schon drauf. Also jetzt, wo ihr das Video seht, haben wir die Pizza schon gemampft, verdrückt. Okay, ja, dann wollen wir mal. Nach rechts geht's weiter. Ich bemühe mich dieses Mal nicht zu arg abzukürzen, um auch gescheit zu den Hindernissen hinzukommen. Wo ist das nächste? Oh, hier ist ja eine zweifache. Gut macht Tobi das. Also bislang hier. Oh Gott. Also es läuft doch super. Oh, etwas zu weit rechts angeritten, nicht mittig. Aber 10 von 13 haben wir jetzt schon gut überwunden. 11 von 13, eine sehr gute, flüssige Runde bislang. Und jetzt noch aufs letzte Hindernis. Ja, hier perfekt. Perfekt. Also besser hätte es ja wohl kaum laufen können. Sehr gut. Ja, supi. Jetzt haben wir beim Gelände haben wir noch zwei Prüfungen offen. Dressur und Springen jeweils noch eine. Und ja, das mit dem Turnier steht dann noch aus. Aber wie gesagt, wenn da ja sowieso mehr ist noch,
Dann können wir ja in der nächsten Folge mal das Turnier angehen, den ersten Part. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen Geld für Pine Hollow sichern können. So. Hoppala. Ich wollte jetzt eigentlich nicht gegen die Tür rennen. So, und rechts. Oh. Mal gucken, was es so Neues gibt. Helm bin ich mit dem schwarzen, den wir hier haben, eigentlich total zufrieden. Den weißen hätten wir hier noch. Ich finde aber den schwarzen definitiv am besten. Gucke, wir haben ein paar schöne Reitjacken freigeschaltet. Die Jackets, die sehen alle so ein bisschen unförmig aus. Was haben wir denn hier an Hosen? Haben wir da vielleicht noch eine, die... Ja, leider gibt es hier von den Farben her keine wirklich, wirklich schöne Hose. Grün, blau ist noch okay. Was hätten wir denn zu der grünen vielleicht für ein Oberteil? Da sind wir so richtig grasgrün. Ach komm, machen wir es mal so. So. Wir sind jetzt als Frosche unterwegs, passend zu Tobis Satteldecke. Und wie es dann morgen weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bin schon sehr gespannt, wie es dann jetzt hier weiter verläuft. Wie gesagt, wir müssen noch Antworten finden, wir müssen hier noch trainieren. Das Turnier zur Rettung Pine Hollows steht an oder die Prüfungen. Mal gucken. Ich bin sehr neugierig. Also, macht's gut und bis morgen, ihr Lieben. Tschüss!